Es geht ums Überleben. Das ist ja ein Satz, den man gerade im Augenblick sehr bewegt hören kann, in der gegenwärtigen Zeit. Es geht ums Überleben. Aber wenn man nur ein ganz klein bisschen die Betonung verschiebt, dann klingt er ganz anders. Es geht ums Überleben. Und davon will ich jetzt im ersten Teil ein bisschen versuchen, Gedankenfutter zu produzieren, ein paar Motive anzusprechen, die wir jetzt mehr durchdenken. Dann wird Christian Fischer sich hier anschließen. Und dann werde ich das in einem zweiten Teil nochmal mit einer eher bildhaften, linear skizzierten, bildhaften Vorstellung mich bemühen zu verbinden, bevor Christian Fischer dann mit einem musikalischen Teil wieder abschließen wird. Es geht ums Überleben. Also es geht um eine Schicht, von der wir wissen, dass es sie gibt, die wir auch sehr wohl in bestimmten Augenblicken anfühlen, derer wir uns gewahr werden, wo wir aber eigenartigerweise, wenn wir durch irgendwelche Lebensereignisse dahin geführt werden, dass wir diese Schicht anfühlen, leicht auch mal in eine Unsicherheit geraten, ins Schleudern geraten. Also, wir begegnen an irgendeiner Stelle der Wirklichkeit des äußeren Lebens und stellen fest, das ist ganz anders, als ich das eigentlich in mir gespürt habe, als ich es geahnt habe. Profanes Beispiel, eine nette, liebliche Zecke, die wir plötzlich unter dem Mikroskop angucken. Ein ganz anderes Bild, das ich plötzlich habe. Ein anderes Beispiel, wir lernen einen Menschen kennen, wir verlieben uns, es entsteht ein ganz bestimmtes Bild des Mitmenschen, ein tragendes Bild, ein durchglühendes Bild, ein sehr wärmendes Bild, wunderbar, in das tiefe Bejahung des anderen Menschen auch eingebettet sein kann. Und dann gehen die Jahre ins Land. Und dann sagt man sich, ich sah es doch einmal, ich habe es doch mal gefühlt. Weil diese Anfangsstimmung, diese Anfangshaltung, die wir da erlebt haben, so nicht beständig ist. Sie ist ein Initium, sie ist am Anfang. Und da geschieht anderes noch. Und dann ist die große Frage, wie wir damit umgehen. Realisieren wir, was sozusagen intuitiv sich uns erschlossen hat, unter ganz bestimmten Voraussetzungen, realisieren wir das? Oder irrealisieren wir die Wirklichkeit? Was ist in diesem Augenblick real und was ist wirklich? Es ist ein ganz eigenartiges Spannungsverhältnis, in das man da gerät. Es gibt ein sehr grundsätzliches Gefühl, was wir Menschen haben, wenn wir über das Verhältnis irgendeines Lebewesens, Gänseblümchens, Fisch, Baum, Mensch, Dinosaurier nachdenken zur Welt, gibt es ein ganz bestimmtes, eindeutiges Gefühl. Da sind wir wieder bei dem Überleben, dass wir sagen würden, jedes Lebewesen, was existierend erscheint, hat Anteil an der gesamten Welt. Prüft das mal in euch. Das ist eigentlich ein selbstverständliches Empfinden, was wir haben. Wir atmen ja auch alle die gleiche Luft. Ich kann nicht sagen, dieser Kubikmeter Luft gehört nur mir. Aber komischerweise entwickeln wir dann Zug um Zug
etwas in unserer Welt, wo man sagen kann, naja gut, also wir haben zwar alle Anspruch auf alles, aber dieser Vorgarten ist mein Vorgarten. Und dieses Stück Brot ist mein Brot. Also es entsteht so eine Mein-Dein-Gliederung. Wir sind Lebewesen, die nicht für die Welt oder auf der Welt, sondern wir leben in der Welt. Wir sind die Welt. Wir sind die ganze Welt. Das ist ein ganz ursprüngliches Empfinden in uns. Jetzt treten wir irgendwie ja in eine Beziehung zueinander. Mit dem Gras, mit den Bäumen, mit den Mitmenschen, mit den Mittieren, wie auch immer. Wir treten in Beziehung. Und da geschieht etwas, mehr oder weniger vom Bewusstsein getragen, dass wir etwas gliedern, dass wir etwas delegieren. Wir delegieren irgendwohin, in irgendeinen Bereich, bitte regel doch Zusammenleben. Wenn das Zusammenleben, und jetzt eigenartigerweise bewege ich mich in einen Bereich, wo man nicht mehr einfach Worte findet. Und wenn man sich diesen Bereich, den Bereich des Überlebens nähert und langsam aber sicher um die Worte verlegen wird, die normalen Worte, beginnt man sich der Sprache der Musik zu bedienen. Würde man sagen, also wenn das Zusammenleben der Menschen nicht mehr harmonisch ist, wenn Dissonanzen eintreten, eigenartig, wo die musikalischen Begrifflichkeiten auftreten, wenn es um soziale Phänomene geht, dann brauchen wir irgendwie irgendjemanden, irgendeine Instanz, die regelt, Ordnung schafft. Wir delegieren etwas. Dann im großen Stil schaffen wir einen Souverän, der Staat. Der Staat sind wir, weiß ich. Aber gut, der Souverän. Und dann gibt es ein bürgerliches Gesetzbuch. Und dann weiß man so ungefähr, kennt man die Koordinaten geordneten Zusammenlebens. Aber ist das wirklich? Spannende Frage. Ist das wirklich so? Also wenn jemand in diesem Koordinatensystem eine Dissonanz erzeugt, in dem ansonsten ganz harmonischen Zusammenleben der Lebewesen miteinander, was ist das da? Wie ist das anzuschauen? Wie ist das anzugucken, dass das passiert? Wie ist das möglicherweise auch zu ahnen? Interessante Frage. Interessante Frage auch, wenn man das wieder rückspiegelt mit dem, was weiß ich eigentlich selbst grundsätzlich, und ich behaupte, wir wissen es alle, was weiß ich eigentlich grundsätzlich über das Miteinander verbunden sein und über das grundsätzliche Verhältnis aller Lebewesen zu dieser Welt, auf der wir eben Wesen sein dürfen. Realisiere ich, was ich da fühle, oder irrealisiere ich die Wirklichkeit, die sich mir augenblicklich weise, gegenwärtig, vielleicht Dissonanz darbietet. Das macht die soziale Frage zu einer Bewusstseinsfrage. Die soziale Frage ist eine Bewusstseinsfrage. Und es ist eine große Frage dann auch, wie stelle ich mich als einzelner Mensch da hinein? Welcher Prozess ist möglich? Wie kann ich mich darin bewegen, um mich in diesen Bereich des Überlebens, des eigentlich in mir Gewussten klar zu werden? Das ist eine Frage, die, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad durch die letzten 100 Jahre ziemlich auf die Spitze getrieben ist und die eine mit zu den aktuellsten Fragestellungen überhaupt gehört, mit denen wir uns als Menschen heutzutage beschäftigen können. Da gibt es verschiedene Menschen, die darüber nachgedacht haben in den letzten 100 Jahren, die das ungefähr an. Also man denke zum Beispiel an Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, der ganz bekümmert darüber war, Ende des 19. Jahrhunderts, ganz bekümmert war darüber, dass er sagte, naja, die Leute, die haben irgendwie ihren kulturellen Aufblick, das ist denen nicht mehr möglich, die haben irgendwie den Bezug zum Höheren, ich sage jetzt mal zu dem Überleben verloren, und dann postuliert er, Gott ist tot. Gott ist tot. Das konstatiert er. Dann konstruiert er ein bestimmtes Menschenbild, von dem man sagen kann, ja, das begründet eine ganz bestimmte Geisteshaltung, die sich seitdem immer weiter entwickelt hat, die nennt man den Transhumanismus. Wo also die Menschen dann damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, schon der Meinung waren, gut, also die menschliche Entwicklung ist irgendwie zu einem Abschluss gekommen. Jetzt geht es doch darum, dass wir, wenn wir sehen, biologisch ist da etwas zu einem Ende gekommen,
dann können wir ja weitermachen. Wir wissen ja genug. Wir können ja den Menschen in seiner Entwicklung, die Evolution, wie sie biologisch verankert ist, durch einen gewissen Eingriff, durch ein Tuning über sich hinaus führen. Eine ganz eigenartige Sache, die sich immer weiter entfaltet hat, bis in die Jetztzeit hinein. Aber es gibt auch eine andere Gedankenbewegung, die zum Beispiel dann ganz anders klingt. Jetzt habe ich wieder einen Begriff aus der Musik gebraucht. Und die dann nicht etwa irgendwie in einem spiritistischen Hinterzimmer da entwickelt werden und schwammig vertreten, sondern die von einem Naturwissenschaftler stammt, von einem australischen Biologen, Tim Flannery, der ein Buch geschrieben hat auf Gedeih und Verderb, Die Erde und Wir, Geschichte und Zukunft einer besonderen Beziehung. Und das, was er sagt, ist von dem getragen, worauf es mir jetzt in diesem ersten Teil ankommt, was ich sagen will, um diese These, die soziale Frage ist eine Bewusstseinsfrage, einzukleiden. Wir wissen alle sehr genau, worum es geht. Wir tragen das in uns. Es ist nur die Frage, ob wir dem vertrauen. Dieses gewisse Etwas, diese Beziehung zu dem Überleben. Und da guckt dieser Tim Flannery nun als Biologe darauf, wie wird es weitergehen? Was ist eigentlich Ziel der menschlichen Entwicklung? Wo geht die Reise hin? Und dann bringt er das in diese Worte, die sind so schön, dass ich sie wirklich mal in Gänze auch vorlesen will. Wir sind jetzt an der Schwelle, einen globalen Superorganismus zu bilden. Superorganismus. Ein Begriff, der 1910 zum ersten Mal aufgetreten ist. Diesen Begriff greift er auf. Wir sind jetzt an der Schwelle, einen globalen Superorganismus zu bilden. Das bedeutet, es wird kein Außerhalb mehr geben. Da ist kein anderer mehr. Wir werden als einzige planetare Gemeinschaft leben. Mit Grundwerten, die wir alle teilen. Und diese Entwicklung ist extrem wichtig für die Zukunft allen Lebens auf der Erde. Denn zum ersten Mal in der Geschichte wird dieser Superorganismus, diese globale Intelligenz in der Lage sein, ein einheitliches Signal an die Erde zu senden. Und der Mensch? Jetzt kommt etwas ganz Spannendes. Wie sieht er die Aufgabe von uns Menschen, von dieser besonderen Art, im Chor der Lebewesenwelt auf dieser Planete? Was das bedeutet, ist, dass wir Menschen in Zukunft die regulierende Intelligenz der Erde sein werden. Wir werden für die Erde das sein, was das Gehirn für unseren Körper ist. Eine globale Intelligenz bedeutet nicht eine Weltregierung. Es gibt Wege, uns zu organisieren, ohne irgendeine Form von hierarchischer Regierung. Das ist schön, dass er das noch hinzufügt. Aber was meint er da eigentlich? Was meint ein Wissenschaftler unserer Jetztzeit, einer der renommiertesten Wissenschaftler der Jetztzeit, wenn er das sagt? Wir werden das sein, wir Menschen, für die Erde, was das Gehirn für unseren Körper ist. Was ist das Gehirn eigentlich für unseren Körper? Und wie soll das gehen, dass wir das Gehirn, also welcher Begrifflichkeiten, welcher Bilder bedient er sich? Welcher Bilder und Begriffe bedient sich meinetwegen auch Paul Hawken, auf den Julian Bindeweil sicherlich morgen auch nochmal zu sprechen kommen wird, der dann sagt, wir Menschen sind das Immunsystem der Erde. Der Organismus, von dem wir eigentlich wissen, dass er da ist, den wir auch fühlen, auch die Verbindung zu diesem Organismus. Aber wo die spannende Frage ist, wie weit ragt das sozusagen in unser Leben hinein? Wie weit lassen wir das gelten und machen es zur Grundlage unseres Handelns? Ich würde jetzt gerne in zwei Gruppen ein Klangkaleidoskop machen. Wenn man da ein bisschen dran dreht, verändert sich sofort das, was man sieht, diametral am anderen Ende. Hier soll es musikalisch sein. Oder musikalische Fortpflanzung könnte man es auch nennen. Einer, irgendjemand, fängt einen Rhythmus oder einen Puls an, gleichmäßig, auf einer Silbe. Zum Beispiel. Gu, 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 gu.
absteigen wie andere, der Gruppe auf derselben Silbe im selben Tempo ein, aber anderen Tönen, die Töne können immer gewechselt werden oder auch gleich bleiben, das ist egal. Und was da dynamisch, also von der Lautstärke her passiert, das ist dem, ja, dem, dieser Schwarmintelligenz oder diesem Klangorganismus überlassen. Wenn man das ein bisschen aggressiv drauf ist, kann man sagen, es könnte eine Battle sich entfalten. Die Gruppe fängt in einem neuen Rhythmus an, einen neuen Puls. Man kann es auch harmonischer machen, man lässt die anderen einen zweiten Raum und dann gibt man einen Kontrast dazu. Also, dass sich immer die beiden Organismen klanglich ein bisschen abwechseln oder ergänzen und sich das immer wandelt, was wir insgesamt hören. Und wenn es dann auch jemanden gibt, der darüber, wenn ein wunderschöner oder wenn ein interessanter Doppelpuls klingt, ein kleines Solo singen möchte, völlig frei, dann möge er oder sie es gerne tun. Ich würde vorschlagen, diese Gruppe darf beginnen, oder jemand aus der Gruppe. Bedenken Sie daran, die Kolleginnen und Kollegen müssen das eine Weile durchhalten können, was immer will. Viel Spaß. Kravu. 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 Was machen wir jetzt eigentlich die ganze Zeit? Was findet da statt? Was wird da angesprochen? Was beginnt in uns zu schwingen? Wie weit vertrauen wir darauf? Weil wir es doch erleben. Ist das ein vollkommen von der Welt abgezogenes, separiertes? Oder ist es etwas, was uns im Grunde genommen zu einem Gefühl führt? In einer Gefühlsart anspricht, von der wir realisieren können, sie ist eigentlich unser Verbundensein mit dem Überleben, unser Wiederverbundensein mit dem Überleben. Wie es ist, am biologischen Beginn unserer Existenz. Die erste Zellteilung. Wie es noch nicht so ist, wie eben unser Leben uns durch ganz bestimmte Erfahrungen führt, aus der erlebten Verbundenheit in die Separation. Die meisten Menschen haben ungefähr in der Mitte ihres Lebens, machen sie die stärkste Erfahrung des Separiertseins, wenn also die Eigentumswohnung per Kredit finanziert ist,
wenn man langsam nervös werden, sich Gedanken macht über die Altersversicherung, das neue Auto geleast ist und so weiter und so weiter. Sorgen, dass man also jenseits der 35 dann für den Arbeitsmarkt zu alt ist, der Karriereknick und bibabo. Also tiefste Separation und dann im Älterwerden das wieder zurückkehren in die Verbundenheit. Die möglicherweise, oder nicht möglicherweise, sondern ganz bestimmt dann am größten ist, wenn wir das biologische Ende unserer Existenz passiert haben. Wir können in unserem ganz gewöhnlichen Leben nicht vollständig verbunden sein. Es ist immer wieder ein Ringen zwischen diesen beiden Polen von Verbundenheit und Separation. Wir müssen uns ernähren, wir müssen schon irgendwie, versuchen wir das schon als kleine Kinder, auf die Beine zu kommen, die Schwerkraft zu überwinden und so weiter und so weiter. Wir brauchen ein Immunsystem, das Abwehrsystem, die Abwehrkräfte und so weiter und so weiter. Und das alles ist weg, wenn unser dann Leichnam in seine Elemente, die Substanzen unseres Leibes, in den biologischen Vorgängen der Erde, in die Elemente zurückverwandelt werden. Das ist das Leben. Jetzt müssen wir uns, ich habe ja vorhin über die Rechtsordnung gesprochen, die nötig ist, um eben irgendwie so einigermaßen konfliktfrei zusammenleben zu können, als erstes mal darüber verständigen, wann beginnt eigentlich das Leben. Denn in unserem bürgerlichen Gesetzbuch steht darüber etwas, das ist auch ganz klar und konsequent, man muss festlegen, wann beginnt eigentlich das ganze rechtliche Regelwerk, nach dem wir uns richten, unser Zusammenleben richten, wann beginnt das wirksam zu werden. Und da heißt es in Paragraph 1 des bürgerlichen Gesetzbuches, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung seiner Geburt. Und was das für ein Moment ist, hat der Gesetzgeber auch ganz richtig und gut überlegt, definiert. Es ist nämlich der Moment, nachdem der Leib des jungen Erdenmenschen den mütterlichen Leib verlassen hat, aber in dem er noch nicht abgenabelt ist. Der Moment vor der Abnabelung, also der Moment der Entbindung. Und in diesem Moment der Entbindung tritt für den jungen Menschen, für den gerade eben geborenen Menschen etwas ganz Besonderes ein, dass er nämlich zum ersten Mal damit beginnt, die Welt so wie sie ist, wahrzunehmen. Er hat seine ersten Wahrnehmungen. Es hat einen ganz großen Einfluss für alles, was dann kommt. Von diesem Moment an das Weltwahrnehmen, das Wahrnehmen der Welt, was auch für die Bildung des Gehirns, auf die Bildung des Gehirns einen Einfluss hat, dieser Bewusstseinsvorgang. Und dann gibt es einen weiteren wichtigen Moment. Das ist der Moment der Abnabelung. Von dem man sagen kann, in diesem Augenblick, wenn die Abnabelung vollzogen ist, wenn die Nabelschnur getrennt wird, dann sind wir Menschen zum ersten Mal in unserem eigenen Kreislauf, in unserem eigenen Kreislauf, Stoffwechsel, Atmungs- und so weiter System angekommen. Wir sind geboren. Und auf der anderen Seite müssen wir uns fragen, wann ist der Mensch denn nun eigentlich tot? Wann ist sein Leben beendet? Und dann hat der Gesetzgeber aus guten Gründen festgelegt, das ist der Moment, wenn die Funktionen unseres Gehirns, des Organs, das wir brauchen, um uns in unserem Leben orientieren zu können, wenn das seine Funktion eingestellt hat. Und das wird der Hirntod genannt. Wenn das Leben bzw. das Sterben als Phase des Lebens ungestört vonstatten gehen kann, dann geht dem voraus, als Entsprechung zur Abnabelung, dass unser Herz-Kreislauf-Atmungssystem zum Erliegen kommt, der sogenannte klinische Tod.
dann folgt der Hirntod und dann gibt es noch einen dritten Tod, der heutzutage unterschieden wird. Und das ist eben der sogenannte biologische Tod. Das ist der Augenblick, in dem die letzte Zelle des Leibes aufhört, lebendig zu sein. Das hält nicht zusammen mit dem Hirntod und schon gar nicht mit dem klinischen Tod. Das ist eine Phase von ungefähr 3 Tagen, über die wir hier sprechen. 3 Tage oder ungefähr 70 bis 80 Stunden. Daran kann man sehen, warum in alten Kulturen es vernünftig war und woher das vielleicht kommt, dass man eben Menschen, für die sich der Hingang ereignet hat, für 3 Tage aufbahrt und für 3 Tage mit einer bestimmten, ich nenne das inzwischen immer so, Kultur des Entsorgens, der Entsorgung, das meine ich in des Wortes wahrsten Sinne, des Entsorgenden, Entsorgenden, umgibt. 3 Tage. Und in diesem Zeitfenster hier, in diesem Zeitfenster zwischen der Entbindung, wir Menschen haben den Mutterleib verlassen und unser Gehirn hört auf zu funktionieren. In diesem Zeitfenster ereignet sich das, was unser bewusstes Leben ist. Das sind wir gewohnt. Jetzt ist aber etwas ganz Eigenartiges eingetreten, und zwar seit den 60er Jahren. Ulrich Morgenthaler hat über die 60er Jahre gesprochen im Zusammenhang mit der Gründung des Forums und uns fallen jetzt auch viele Dinge ein, sodass ich da jetzt nicht mehr zu sagen muss. Seit dieser Zeit sind die Begriffe von Anfang und Ende bezogen auf unser Leben ins Fließen gekommen. Seit dieser Zeit entdeckt man mehr und mehr, es ist weniger der Augenblick, denn der Prozess, um den es geht. Seit dieser Zeit ist es den Menschen möglich, Sterbevorgänge zu beeinflussen. 1953 wurde die erste Intensivstation der Welt eröffnet in Kopenhagen. Und seit dieser Zeit wird erforscht, das müsste ich sagen, ungefähr seit den 1970er Jahren, was sich dann ereignet als Bewusstseinsvorgang, wenn wir eigentlich kein Bewusstsein mehr haben können. Wir wissen ganz gut seitdem, es gibt eine ganze Reihe Forschungsergebnisse und Literatur darüber, was sich in dieser Zeit hier ereignet. Es gibt Menschen, für die sich der klinische Tod ereignet hat, deren Gehirn noch funktioniert, die reanimiert werden konnten und die von Nahtodeserfahrungen berichten. Es gibt Menschen, sogar einzelne Menschen und sehr gut dokumentierte Fälle von Menschen, die in einen Zustand geraten sind, der dem Hirntod sehr gleich ist, die Hirnfunktion vollkommen zum Erliegen gekommen ist, in der hypothermischen Anästhesie. Und auch da kann man feststellen, es gibt Ereignisse, es gibt Berichte von Menschen, die das erfahren haben, die darauf schließen lassen, es gibt ein Bewusstsein, was weit über unseren Leib und über die Funktion des Leibes hinausgeht. Auch auf der anderen Seite ist das der Fall, so wie es eine Near-Death-Experience gibt, die erforscht ist bis in unsere Zeit, sehr gut erforscht und dokumentiert ist, gibt es auch die Near-Birth-Experience. Und es gibt einen ganzen Bereich in der Wissenschaft, zum Beispiel die Pränatalpsychologie, die sich damit beschäftigen, was ist eigentlich alles wichtig, was findet statt, mit welchen Konsequenzen in Augenblicken, in Abschnitten unseres Lebens, für die wir noch kein waches Bewusstsein haben im ganz gewöhnlich alltäglichen Sinne. Die Grenzen fließen. Alles wird irgendwie viel mehr zum Prozess als zum klar durch Augenblicksereignisse gerahmten Leben. Wir wissen also, und deswegen habe ich das jetzt so ausführlich entwickelt, wir wissen, und wenn ich jetzt wir sage, sage ich, das ist Stand der Wissenschaft. Es gibt jede Menge Literatur, es gibt sehr seriöse Menschen, die in einem unzweifelhaften Ruf in der Wissenschaftlerszene stehen, die eben davon sprechen und darüber auch publizieren, dass unser Bewusstsein doch nochmal etwas ganz anderes ist, als was wir nur in diesem Zeitfenster, in diesem Ausschnitt unseres Lebens erfahren. Es geht viel, viel weiter. Es gibt eben tatsächlich eine Dimension, die ich jetzt heute eben das Überleben genannt habe. Es gibt eine Schicht,
eine Lebens- und Wahrnehmungsschicht, die darüber hinausgeht. Und jetzt ist die große Frage demgegenüber, was machen wir damit? Welche Konsequenz hat es, wenn wir das wissen, für uns als Menschen? Was verändert es in unserem Leben, wenn wir sagen, es ist eigentlich klar, ich habe ja im ersten Teil gesagt, wir können auch versuchen, das zu fühlen in uns selbst, in unserem eigenen Ahnen, in unserem eigenen Bewusstsein. Ich behaupte, dass es möglich ist, diesen Punkt auch zu finden und diese Gewissheit in sich zu erfahren. Was bedeutet das eigentlich? Was löst es aus in unserem Leben? Das wollte ich jetzt gerne nochmal auf eine musikalische, auf ein musikalisches Motiv hin verdichten. Auf die Fragestellung, Benedikt hat vorhin gesagt, er ist Violinist und beginnender Komponist. Wie wird eigentlich komponiert? Ist es so, dass verschiedene Ideen zusammengebracht werden mit Möglichkeiten von Tönen, dass es bestimmte Intervalle gibt, bestimmte Instrumente, die diese Intervalle hörbar machen können und dann eben ein musikalisches Erlebnis zum Ausdruck bringen, was im Kopf des Komponisten gegenwärtig war? Heißt Komposition das Addieren bis zu einer bestimmten gewollten Summe? Oder heißt Komposition Bedingungen schaffen, in denen etwas hörbar werden kann? Wenn ich das wüsste, sagt Benedikt, dann wüssten wir viel. Klar. Aber ich fand es nun sehr interessant. Versteht ihr diese Frage? Man kann es ja auch ins Leben, ich habe ja vorhin gesagt, da, wo wir eben sprachlos werden, wenn wir eben in diese Zone hier vordringen, das muss nicht biografisch sein, das kann aus meditativer Ruhe heraus geschehen oder durch irgendein Schicksalsereignis, wo es überhaupt noch gar nicht darum geht, dass mein irdisches Leben zu Ende kommt. Da mache ich eine Erfahrung, wo ich fühle, ich gehe ein ganzes Stück aus der Separation heraus, ich fühle mich verbunden, ich bin in einem ganz bestimmten Stimmungselement. Versteht ihr, was ich meine? Dann ist, habe ich ja vorhin gesagt, dann ist das Eigenartige, was eintritt, wenn wir Schwierigkeiten haben, das zu beschreiben, dass wir uns der Begrifflichkeiten der Musik bedienen. Vielleicht gehen wir vielleicht sogar noch weiter, irgendwann, und sagen, ich muss es nicht nur in musikalischen Begrifflichkeiten ausdrücken, sondern ich kann es auch in Tönen, in Klängen übermitteln. Vielleicht ist das so. Wie kann ich das Unaussprechliche aussprechbar machen? Interessant, dass Patrick Bebeler vorhin, als wir uns unterhielten, sagte, ja, die Jazzmusik ist ein Kind des beginnenden 20. Jahrhunderts. Jazzmusik. Weil es da nun nicht darum geht, irgendeine Partitur punktgenau vom Blatt abzuspielen, sondern weil es da ausdrücklich darum geht, in einen Prozess zu gehen, in dem die Musiker miteinander etwas zustande bringen. Das finde ich hochinteressant. Ich finde die Parallele auch sehr interessant, wenn man eben sieht, was ist das eigentlich geistesgeschichtlich, was am Anfang des 20. Jahrhunderts auftaucht und was es bis in unsere Jetztzeit hinein beschäftigt. Große Frage, was ist die Musik des Jahres 2015 und so fort? Was ist das für eine Musik? Interessante Frage. Aber die interessante Frage ist, was wir überhaupt daran lernen können, an dieser musikalischen Herausforderung. Also auch wieder zurückgespielt auf das soziale Leben, auf das Miteinanderleben. Ich sagte, der soziale Prozess ist ein Bewusstseinsprozess. Und ich würde jetzt hinzufügen, der Bewusstseinsprozess ist vielleicht ein musikalischer. Als Frage, mit der wir uns weiter beschäftigen können. Ich habe ein Lied, was perfekt dazu passt, weil es ums Überleben geht. Und das kannst du jetzt? Jetzt sofort. Ja. Es ist ein Lied aus 30er Krieg und es ist versteckt politisch. Es geht nämlich um viele politische Blümchen.
Und es passt auch zu heute, denn es geht ums Überleben. Es ging ein Schnitter, der heißt Tod, hat gewarnt vom großen Gott. Heut wetzt er das Messer, er schneidet schon viel besser. Bald wird er dran schneiden, wir müssen's nur leiden. Hüt dich schön's Blümelein. Was heute jung und frisch da steht, wird morgen dann niedergemäht. Das edle Narzissel, die englische Schlüssel, die schöne Hyazinth, die türkische Bildung. Hüte dich schön's Blümelein. Viel hunderttausend Rungen zählt, dort unter der Sichel hinfällt. Rot-Rosen, weiß-Lilien, bald wird er austilgen. Und ihr Kaiserkronen, man wird euch nicht schonen. Hüt dich schön's Blümelein. Oh, Samen ist der Fingerhut, aus Seiden ist das Wohlgemut. Noch ist er so blind, nimmt was er nur findet, nicht sammelt, nicht sei, denn mag ihn vermeiden. Hüt dich schön's Blümelein. So viel Maß lieb und Rosmarin, dort unter der Sichel im Feld. Vergiss mein Nit, du musst auch mit, und du tausend schön, man lässt dich nicht stehen.